Hallo und herzlich willkommen bei Veggileo. Diesen leckeren Schoko-Kirschkuchen machen wir jetzt zusammen. Der geht relativ schnell und wird immer auf dem Blech gemacht. Für den Teig brauchen wir geschrotete Leinsamen. Wenn ihr jetzt keine geschroteten Leinsamen habt, dann müsst ihr die selber schroten. Ich mache das jetzt in dem Personal Blender. Die kann man aber auch schon fertig geschrotet kaufen, wenn ihr jetzt keinen kleinen Mixer habt oder so, wo ihr das dann machen könnt. Das geht hier relativ schnell, ganz kurz, wie ihr das jetzt hier seht. Und schon habt ihr geschrotete Leinsamen. Die brauchen wir für den Teig, weil wenn die hinterher quellen, dann schleimen die so ein bisschen und das ist so ein Eiersatz. Ja, dann brauchen wir Sojajoghurt. Ich habe jetzt hier von Alpro den ungesüßten genommen. Davon brauchen wir 400 Gramm. Da geben wir dann die geschroteten Leinsamen hinzu und etwas Öl, 150 Milliliter. Und das verrühren wir jetzt gut miteinander, so lange, bis sich das alles gut verbunden hat. Und dann muss das ein bisschen durchziehen, damit die Leinsamen Zeit haben zum Quellen. Ich zeige euch das jetzt hier mal eben. Das dauert schon eine Weile, bis sich das miteinander verbindet. Und so sieht es dann hinterher aus. Das können wir dann erstmal zur Seite stellen. Das muss halt noch durchziehen. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal den anderen Teil des Teiges vorbereiten. Und dafür brauchen wir gemahlene Mandeln. Die kann man natürlich fertig kaufen, aber ich habe immer solche Mandeln im Haus, weil ich ja mit dem Personal Blender mir das mal eben machen kann. Kann man natürlich auch alles im Thermomix machen, aber für so kleine Mengen finde ich den halt super. Dann brauchen wir Mehl. Ich habe jetzt hier Dinkelmehl verwendet, dann Backpulver. 3 Teelöffel. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unter das Video. Und dann geben wir die gemahlenen Mandeln hinzu. Dann brauchen wir noch Zucker. Ihr könnt natürlich normalen Zucker nehmen, ihr könnt den braunen Rohrzucker nehmen und ich habe mich jetzt hier für diesen Zucker entschieden. Davon brauchen wir 100 Gramm und dann noch ein Päckchen Vanillezucker. Ja, das Ganze rühren wir halt auch gut durch. Ach ja, eine Prise Salz noch. Vergessen. Gut, das rühren wir jetzt alles nochmal gut durch und wenn das Öl-Joghurt-Gemisch gut durchgezogen ist, also mindestens 10 Minuten, dann vermischen wir das alles mit dem Mehlgemisch und da brauchen wir auch jetzt keine Küchenmaschine für oder so, das können wir einfach mit einem Löffel machen. Ich habe jetzt erstmal einen Teil davon, von dem Mehl da reingerührt und dann habe ich das, den restlichen dazugegeben. Und dann müsst ihr einfach so lange rühren, bis es eine homogene Masse ist und einen Teig ergibt, so wie ihr das jetzt hier sehen könnt. Dann kann man das Ganze dann in eine Form geben oder auf ein Blech. Also ihr müsst dann mal gucken von der Menge her. Ein ganzes Blech ist vielleicht ein bisschen knapp, der Teig. Dann wird er relativ dünn. Das hier ist jetzt ein bisschen kleiner als ein Backblech. Und dann nehmen wir einfach so eine Kirschgrütze. Das ist so ein Becher, der ist 500 Gramm. Ja, kann man natürlich auch selber machen, indem ihr Kirschen mit Agar-Agar oder sowas andickt. Aber wir wollen jetzt einen schnellen Kuchen machen, der nicht so viel Arbeit macht. Und dann können wir einfach so eine Kirschgrütze drüber geben. Die Schokolade hier von Ja, die ist vegan. Das ist eine Zartbitterschokolade. Die habe ich jetzt einfach in kleine Stücke geschnitten. Das waren jetzt eine Tafel 100 Gramm. Und dann wird das schön über dem Kuchen verteilt. Ihr könnt das auch raspeln oder so, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich habe jetzt hier einfach so Stückchen genommen. Ja, und dann brauchen wir noch Walnüsse. Und ich kann euch da jetzt keine Mengenangabe genau geben. Ich habe einfach ein paar rausgeschüttet. Ich denke mal, das war so, ja, vielleicht auch 100 Gramm ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Und die habe ich jetzt auch in Stücke geschnitten und auf dem Kuchen verteilt. Und dann kommt das Ganze in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad. Und muss ungefähr 35 Minuten backen und dann muss das Ganze noch 10 Minuten im Ofen durchziehen. Und so sieht der fertige Kuchen aus, richtig lecker und so sieht er jetzt aufgeschnitten aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, es nachzumachen. Auf meinem Logo könnt ihr meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!